Hallo, liebe Minecraft-Fans und auch Shocksplay-Abonnenten, Zuschauer und auch die Abonnenten, die es bald werden von Shocksplay. Herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft. Ihr seht schon, ich habe ja schon die erste Wand jetzt hier weggehauen. Und machen wir das gleich auch hier drüben. Und jetzt aber unser Thema für die heutige Folge, die wir bestimmt richtig lange auseinanderpflücken werden, bestimmt nur 5 Minuten oder so, ist der Super Bowl. Ja, der Super Bowl war ja jetzt in der Nacht vom 3. zum 4. Nee, vom 2. zum 3. so. Und, was? Und, ja, ich fand es eigentlich schon recht okay, dass der Super Bowl in Amer also in New York stattgefunden hat. Warum? Da nämlich die Zeit halt nicht so sehr nach hinten verrückt ist. Also wegen der Zeitspanne halt. Weil manchmal, ich glaube vor 3 Jahren oder so, oder ich guck, ich glaube, ich guck das, oder ich denke mal, so ist ein rein Gefühl, ich. Doch, gucke ich jetzt in den Super Bowl. Doch, kann hinkommen. Ja. Und ich muss sagen, das war eigentlich jetzt das früheste. Für die deutsche Zeit halt wegen auch New York, ne? Ostküste, ja. Natürlich, ne? Ist ja irgendwie logisch. Logisch, Junge. So. Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. Nehmen und hier ranmachen. Aber das war dann auch irgendwie das Einzige, was mir gefallen hat, außer dann natürlich auch das Feuerwerk und auch die Lichteffekte, die waren ja bombastisch. Aber das ist halt so diese Amis. Ich will nichts Falsches sagen, ne? Das ist auch nichts, ne? Aber Football ist halt wirklich so beliebt in Amerika wie in Deutschland der Fußball, ne? Und ja, also für mich war es jetzt wieder mal nix eigentlich. Sonst war ich immer in der Halbzeitpause. Nach der Halbzeitpause, nach der Halbzeitshow, ne, bin ich immer ins Bett gegangen. Und da ja damals, also sprich, wann war das? Also auch letztes Jahr, in der zweiten Halbzeit ist es noch so spannend wurde, habe ich mir gesagt, okay, vielleicht wird es ja dieses Jahr auch nochmal, ne? Hast du, ja, dann kam Arschkarte halt, ja. Und irgendwie. Ja, ich weiß ja nicht. Also es ist halt wirklich nicht mein wirklicher Lieblingssport. Oh, Auto mal speichern. Und dann hat da vorne noch die Klotze gelegt. Ja. Nein, also es ist wirklich so. Ich muss sagen. Ja, der Super Bowl wird immer so sehr gehypt. Also. Was? Also ich finde eigentlich zu sehr gehypt. Siehst du, apropos, Nacht ist es jetzt gerade. Können wir auch gleich mal ausnutzen. So, oder? Oh, mal schlafen hier. Oh. So. Total wieder voller Lebensenergie. Gehen wir jetzt hier weiter an unseren atemberaubenden Bau. So, hier den Rest noch der. Oh, perfekt. Hoho. Naja, also, ja, fast perfekt. Das oben ist auch natürlich weg, ne? Rein theoretisch, ne? Hier. Die müssen halt auch ein nach außen verschoben werden. Ist doch recht. Okay, ist besser. Muss man ehrlich sagen. Und ja, der Super Bowl. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht auch, wo ich da anfangen soll. Also, ne, auch so immer so von den Spielregeln her hat der Super Bowl oder hat Football, so die NFL-Liga halt total, also richtig, also wirklich sehr, sehr viele Regeln, die man ja auch erstmal beibehalten muss, ne? Ach, stimmt, ja, warte mal. Total vergessen. Hier kommt der hier erstmal so Kobbel hin.
Das ist genau. Und ja, also man ist halt immer auch selber dann gehypt, ne, von dem ganzen Wirbel um Football, um den Super Bowl. Aber ich muss ehrlich sagen, einmal im Jahr, bis auch vielleicht zweimal, aber mehr auch nicht. Also es reicht wirklich aus, wenn es einmal stattfindet. Dann ist der Hype auch immer da und so. Und das geht auch mal. Aber irgendwie, man hat auch die erstmal Bock, so, ne? Oh, geil, Football, da kloppt nicht immer so und so ein Scheiß. Und hauen sich ja gegenseitig die Rüben weg. Ja, gut, ist auch manchmal so halt, dass die auch dann das letzte Mal jetzt, so halt die, wer es halt noch nicht gesehen hat, die Seahawks haben mit 42-8, glaube ich, gegen die Broncos, die Denver Broncos. Also Seattle Seahawks haben da halt gewonnen gegen die Denver Broncos. Und dann waren die Denver Broncos natürlich auch zum Schluss halt auch recht angepisst. Aber was ich halt auch wirklich nicht verstanden habe, da muss ich jetzt auch mal diesen Quarterback. Oh, jetzt kommt hier ja Schocksis Analyse. Nee, ist dann wirklich so. Weil die haben den noch echt recht wirklich fertig gemacht. Diesen Peyton Manning haben die wirklich sehr, sehr doll runtergehauen. Da muss ich aber auch sagen, zu Unrecht, weil man darf immer nicht vergessen, das ist ein Super Bowl. Da gucken, was weiß ich, für Leute dazu, ja. Ich glaube, um die 800 Millionen insgesamt oder ja, so eine Art. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Aufwand. Und man weiß das natürlich. Oh, jetzt hier. Und da gucken so viele zu und man macht sich selber bestimmt auch selber Druck. Und ein Mann so wie Peyton Manning, der weiß, dass er gut ist, aber der weiß auch, dass er halt diese Sachen abliefern wieder muss. Und ist auch halt auch dieser Druck. Und jetzt denkt ihr auch, ja, das ist ein Superstar oder so ein Profi, der muss damit klarkommen. Ja, aber ist trotzdem nur ein Mensch. Und auch nur dieser Mensch muss auch erstmal mit dem ganzen Druck umgehen können. Ja. Weil es ist ja wirklich so, viele Menschen können gar nicht mit dem Druck umgehen. Wie zum Beispiel halt auch. Ja, also. Auch natürlich die Seattle Seahawks, ne? Die hatten dann halt auch am Anfang Glück gehabt. Das ist halt gleich in der 10. Sekunde oder so. Haben die halt gleich einen Punkt bekommen. 3 Punkte, oder? Ne, 2 Punkte? 3 Punkte? Ist ja egal. Durch den Fehler halt auch schon mal gleich am Anfang. Und. Das passiert einfach. Das gehört einfach auch mit dazu, dass man halt auch mal da so einen Scheiß macht. Natürlich. Und da hatten die Seahawks halt auch gleich einen besseren Start und so. Und die Denver Broncos wurden dadurch noch unsicherer. Und das ist das Ganze eigentlich, wo man sagen muss, okay. Irgendwie war es dann doch vielleicht Schicksal, ne? So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit der 7 ist das. Jetzt gucken wir mal hier rüber. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist da zwei Dinger größer? Mal kurz schauen. Das ist halt ein breiter, das wisst ihr ja, aber zwei. Da bin ich gerade selber ein bisschen geflasht. Das gibt's doch nicht. Nee, oh, ich kann hier leben. Mit dem Super Bowl. Irgendwas mit dem Super Bowl. Also, wegen Peyton Manning und so. Und der, klar, die haben halt einen besseren Start erwischt. Und dadurch wurde auch halt auch ein Peyton Manning halt noch nervöser. Und die Seahawks konnten sich halt ein bisschen beruhigen, ne? Und ja, dann kam halt immer mehr und das war halt wirklich ja ein ja nicht so guter. Oh. Wie die lauern die Schweine auf mir, ja? Warte. So. Hier unten leider weiter hier noch dieses. Die eben nicht ausbuddeln. Beziehungsweise schrägstrich Terraform.
So. Hier baue ich mir mal kurz mal wieder hoch. So. Haben wir das auch. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Die auch noch weg. Und da habe ich da echt zwei hinter erst gemacht, ne? Beim zweiten dann, ja? Ein. Eigentlich ein. Oh hier. Aber das. Hä, das ist doch aber. Das wäre doch. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Da hab ich den. Ach, deswegen. Ah, okay. Ja. Ja, ich weiß warum. So. Und das hat, ja. Was passiert denn halt, würde ich mal, ne? Weil man kann einen Superbau verlieren, das ist kein Ding. Ist natürlich schade, ne? Wenn man halt eine richtig gute Mannschaft halt hat in der Sache und man steht halt wirklich. Also, man kann Superbowl nicht mit der Bundesliga oder mit der Champions League vergleichen, weil jedes Jahr steht da eigentlich immer eine neue Mannschaft, weil da ist es wirklich sehr ausgeglichen. Und wenn man da wirklich mal die Chance hat und ein richtig gutes Team hat, ist es vielleicht wirklich noch bitterer, wenn man halt dann wirklich kurz davor verliert. Und ja, okay. Aber es ist ein bisschen typisch von den Denvers, dass die auch mal öfters mal so hoch verlieren. Hat doch mal der innere Experte da gesagt. Ach so, auch dann halt, wo, wie sie aufgeregt wurde, dass dieser eine Touchdown nicht gezeigt wurde, beziehungsweise, also gleich am Anfang der zweiten Halbzeit, also der richtigen zweiten Halbzeit, das sind immer vier Viertel eigentlich, kam ja gleich so ein Touchdown, das ist einmal durchgerannt, der in der Seahawk da, und da wurde sich so aufgeregt darüber, dass es nicht sein kann und so, ich so, Mensch, meine Fresse, wäre es vielleicht bei den Denvers gewesen, dann hätte man das ja noch so sagen können, okay, gut, das war wirklich scheiße, aber ey Leute, war doch wirklich nur. Ja, Seahawks. Und danach wusste man. Da kann ja nichts mehr gehen. Und da muss ich ehrlich sagen, verstehe ich doch manchmal die ganzen Zuschauer nicht. Ne? Aber naja. Ist auch eine andere Sache. Darauf wollen wir auch gar nicht mal jetzt so sehr doll auf eingehen. Aber auch so vom Spiel her. Natürlich, ne? Am Anfang ist halt noch lustig, die mal zuzusehen, auch vielleicht entspannt, aber man hat dann noch nach einer Zeit hat man keinen Bock mehr auf die ganze Sache. Da jedes Mal, nach jedem, also wirklich, der Ball geht los, alle stürzen, versuchen den Quarterback zu erreichen und plötzlich er wirft oder so und wird dann halt umgekloppt, der andere, und dann ist wie Unterbrechung. So, wartet man wieder um die 2 Minuten oder so und dann kann man erst wieder los weitermachen. Ja. Weil ich habe mir auch am Anfang, wurde mir auch immer bewusst, hä, nur 60 Minuten geht das Spiel. So, und dann um 4 Uhr, ne, nachdem das Spiel durch war, wurde mir klar, okay, du weißt jetzt, warum das Spiel 60 Minuten dauert. Weil eigentlich die Unterbrechungen dauern 120 Minuten, so eine Art. Und das Ganze, oder noch länger als 120 Minuten, also das war ja schlimm manchmal, wirklich. Also, das war echt nicht so cool. Was ich aber sagen muss, wo ich dem American Football so von den, ja, von der Sache her und auch Regeln vielleicht also wirklich einen Daumen nach oben geben muss, ist das Ganze mit dieser Auszeit, beziehungsweise mit der Regel nochmal nachzugucken, ob und so. Wisst ihr Bescheid, ne, was ich gerade meine? Also, diese.
Also wirklich dann nochmal selber nachzuschauen, okay, so war es oder so halt wie beim Tor halt, also beim Fußball halt so ein Torlinienrichter halt, bloß mit richtiger Kameraanalyse. Und dann, wo man halt richtig sehen kann, ob der Ball halt zum Beispiel auf dem Boden war oder ob es halt so ein Pass war oder so. Ich rede gerade vom American Football halt. Das wäre halt cool. Und auch, so wenn die halt Heimspiel haben und so, wie die halt wirklich dann gefeiert werden. Und das finde ich immer richtig geil, wenn die mal reinkommen. Ne? Die kommen halt rein und rasten total aus, ne? Richtig mit Musik und Feuerwerk und dann. Also wenn die wirklich dann da total abgehen mit Feuerwerk immer und dann wirklich jeden Spieler aufrufen und der kommt immer einzeln rein und hat dann seinen eigenen Auftritt. Das finde ich wirklich cool. Aber auch so der Hype ist glaube ich auch die ganze Sache, warum sich das auch sehr viele angucken. Weil es ist ja wirklich das größte Sportevent des Jahres. Und natürlich, viele können es nicht verstehen, warum. Aber auch so zum Beispiel im Nachhinein. Erstens natürlich wegen der ganzen Amerikaner, weil in Amerika leben ja wirklich sehr, sehr viele Menschen. Und das hört sich gerade ein bisschen primitiv an, ja. Ich weiß, lieber Zuschauer, auch lieber FL, ja. Bestimmt sagst du, oh, ach nee. Aber es ist ja halt. Nee, das ist gerade falsch, oder? Ganz oben muss da gar kein Holz hin. So. Und also ich muss ehrlich sagen, die Halbzeitshow, ja, die ging. Die war recht in Ordnung. Da konnte man wieder ein bisschen selber abgehen, ne, zu Hause da. Mit seinem Büchchen in der Hand. Aber sonst, naja, die zweite Halbzeit war jetzt wohl nicht so berauschend. Aber ich denke wirklich, da wird viel mehr Hype und auch so gemacht vor dem Spiel, als wenn man dann richtig spielen würde oder wenn die dann wirklich erst anfangen zu spielen. Muss man halt auch wirklich sagen. Aber naja, ist das nicht so meins? Das Einzige, was wirklich meins ist, das habe ich euch gerade schon gesagt. Wäre das halt mit den ganzen Ansagen und so und ja. Mit der Nummer 12 und dann immer und dann rasten die da total aus und ey. Weißt du? Nein, das wäre vielleicht cool, aber mehr auch wirklich nicht. Doch meine Fresse. Ja, ich weiß, liebe Freunde, ich bin immer noch auf der Suche nach Schießpulver, deswegen muss ich auch mal ein paar Creeper vernichten. Totale Zerstörung. Man muss immer auf der Hut sein. So. Kurz pennen. Und dann hören wir aber mal wieder auf jetzt hier mit dem Part. Ha, wir kamen ja wieder sehr, sehr weit heute bei der Aufnahme. Muss man ja eigentlich sagen, oder? Und ja, der Super Bowl. Ah ne, ist ja sehr hell. Die greift mich ja nicht an. Ist natürlich für die Amerikaner ein Riesen-Event, natürlich, ne? Muss man ja auch selber zugestehen, dass sie da wirklich sehr, sehr viel Hype drüber oder raus machen. Aber ist halt für uns jetzt Deutschen im großen Teil halt nicht so sehr das große Ding. So. Was soll ich machen? Ich laufe hier gerade rum und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Will. Ich überlege gerade. Warte mal.
Wir können hier eigentlich dann halt schon hier abbauen, hier oben. Ja, das können wir mal machen. Ja, diese Glas haben wir auch noch holen. Das ist aber scheiße, dass man, wenn man hier schlafen geht, dass das nicht diese Gesundheit sich selber hielt dann. Das finde ich ein bisschen blöde. So. Noch was zum Super Bowl vielleicht. Oh. Eigentlich haben wir auch da alles jetzt geklärt. Also meine Sportart ist es doch eigentlich jetzt nicht so wirklich, muss man ehrlich sagen. Aber na, für manche ist es doch immer das Highlight des Jahres. Und natürlich, ne? Also auch so aus meiner Mannschaft, die gucken sich doch wirklich alle. Ich selber mit eingeschlossen, schauen sich das auch wirklich immer an. Und da muss man halt sagen, okay. Aber warte mal, ich habe hier gerade. Ah, stimmt. So, warte mal. Oder kann man das? Ich probiere gerade mal. So. Nee, das ist scheiße. Wir müssen es das halt so machen. Und dann noch mal eine Stufe rüber hauen das Ganze. Oh, Junge, 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 das kann doch was werden. Aber darauf bin ich schon gespannt, wie wir es halt machen. In der nahen Zukunft natürlich erst. Normal, ne? Und aber können wir da nicht einfach rein theoretisch das hier unten wegholzen? Eigentlich schon, oder? Das hier weg? Ja. Siehst du, ah, wir haben die Endlösung gefunden. Immer wenn man mal nachdenkt, dann weiß man, was man da machen möchte. Ist doch schön. So, ich habe keine Axt mehr. Doch. Da haben wir sie. Mal schauen, wer nächstes Jahr im Super Bowl halt ist. Bin mal sehr gespannt. Bestimmt nicht Denver und Seattle. Aber ich würde mich mal wieder freuen, wenn Green Bay Packers mit dabei wären. Ich glaube, das war auch mein erstes Super Bowl. Mein erster Super Bowl, den ich geschaut habe. Mit den Green Bay Packers, als sie gewonnen haben. Ich glaube schon. Und da waren die Green Bay Packers auch die Favoriten. Ich glaube, so war das. Ich bin mir auch nicht mehr ganz so sicher. Ja. Das aber zu meinem Grundwissen von Football. Ihr wisst selber, ich habe jetzt. Oder. Ich hab das selber hoffentlich mitbekommen, dass ich jetzt nicht so viel Ahnung habe von Football. Also American Football, natürlich. Bei Dings bin ich der Overpro. Nee, ist dann natürlich auch nicht, aber. Da habe ich ein bisschen mehr Ahnung. So. Was mache ich denn hier? Ich bin total aufgeregt. So. Und ich verabschiede mich dann auch schon mal langsam 24 Minuten um von euch. Und ich gehe dann mal auch mal auf den Weg zur Geburtstagsfeier. Ihr wisst, was ich damit meine. Und ja, ich hoffe mal, dass ihr noch einen schönen Tag habt. Bis ihr Abend, wenn ihr. Also dann, wenn ihr euch halt das Video ja anschaut. Also du. Ne? Und deswegen verabsch. Doch, ist richtig. Ja, manchmal muss ich echt noch mal überlegen, was ich hier mache. Ich wollte das doch abproben. So, das probiert jetzt noch ab und dann.
verabschiede ich mich von dir, lieber attraktiver, intelligenter, hübscher, geiler Zuschauer. Ha! Gay. Aber du weißt ja, wir haben ja eine sehr intime Beziehung zueinander, Mäuschen. Und ja, im nächsten Part werden wir dann auch einmal ein bisschen auf die Jagd gehen. Würde ich jetzt mal einfach mal so behaupten. Müssten wir auch mal machen. Irgendwann. Ne? Wird auch mal Zeit. So, mit der Axt hier die Ahne weghauen. Wie ein richtiger Mann das macht. Und dann verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns halt beim nächsten Super Bowl. Ja, erst im nächsten Jahr kommt die nächste Minecraft-Folge. Nein, das wird es jetzt natürlich nicht sein. Ich hoffe mal, dass ich immer noch jeden Tag einen Zug dran kann. Ein Part. Da ich auch sehr, sehr viele andere Projekte noch zu starten habe. Oder am Laufen habe. Das muss ich auch noch ein bisschen ändern. Und ja, das Weiße hier muss ich auch wegmachen. Kam nicht so schnell. Auch so doll. Und deswegen sehen wir uns dann auch erst im nächsten Part. Ist jetzt immer noch Sonne? Oh, Schein. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Warte mal, ich stelle mich mal kurz hier noch raus. Aufs Dach. Damit ihr wieder einen wunderschönen Blicko habt. Blicko mir Biello. Blicko Bello, so. Und wir sehen uns dann halt im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Was? Also, ja, mit dem Kill jetzt hier verabschieden wir uns. Wer war denn da oben? Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Dankeschön, der da oben ist, du Arschloch. Scheiß Penner da oben. Komm her, ich mach dich fertig. Hier war da ja keiner, hier ist ja keiner. Doch, ein Creeper. Ein Creeper war hier. Ja, die sind meine Creeper. Ja, meine lieben Creeper-Freunde. Ich liebe, fickt euch hier, Wichser. Ja. Meine kleinen Schnuppelhäschen. Und ja, bis dahin, euer Schocksbay. Bis dahin, tschüss. Bam, 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 bam.